So, mache ich hier immer. So, während die Legend of Kyrandia Musik durchdudelt. Wer kennt es noch? Wer kennt es noch? Ach, das war schön. So, Treppen hier rein, Fense hier rein. Die Stickies nehme ich mit. Den Gravel brauche ich erstmal wieder nicht mehr. So, Cleanstone nehme ich. Brauche ich eigentlich nicht. Nehme ich auch mal mit, aus irgendeinem Grund. Tja, Freunde. Stunde der Wahrheit oder was? Ich bringe erstmal die Eier weg auch noch. Da haben wir eine Werkbank. Wieso eigentlich? Ach, 16 Eier. Pass auf. Habe ich alles bedacht? Eigentlich schon. Komm. Da flutet es das Wasser. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz bei der Kakao-Dingens gucken oben, ob es da auch flutet. Es müsste ja eigentlich alles geklappt haben. Der Weizen landet ja trotzdem unten. Das kennen wir ja schon. Och Mist, da muss ich erst hier irgendwie hochhüppen. Jo, da sieht es ja überflutet aus. Deswegen eile ich jetzt zurück. Denn ich muss schneller sein als der Kakao, damit wir sehen, ob der ankommt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und vor allen Dingen, wie viel es sein wird. Das freut mich dann natürlich auch noch. So, hier plattert noch der ganze Weizen raus. Hui. Da haben wir noch ein bisschen hier. Pipapo. Ich hoffe, das reicht dann noch für den Kakao. Lala, da, da, da. Es wäre natürlich praktisch, wenn man unten eine Kiste hinstellen könnte. Die würde sich automatisch füllen, wenn die Items da reinfallen. Das wäre natürlich super praktisch. Geht das inzwischen bei Minecraft? Ich weiß es gar nicht. Habt ihr Befürchtung, wenn ich das versuche, dann fliegt der ganze Plunder neben der Kiste rum oder auf. So, bis jetzt übrigens noch keinen Kakao zu sehen. Kakao? Also Eier kommen an. Noch ein Ei? Kakao! Yeah! So, pass auf, jetzt mach ich mal... Ach du Scheiße. So, da haben wir schon 11 Kakao. Da kommt der nächste Stack Kakao. 45 Kakao. 24. Ach du Scheiße, wir sind ein bisschen voll. 64. Pass mal auf, ich bring mal ganz kurz ein bisschen Zeug in die Kiste. Also wir müssen auf jeden Fall immer ein leeres Inventar haben, wenn wir da den Hebel anschmeißen. Sonst sind wir bald ein bisschen übervoll. Kakao lasse ich erstmal noch drin, damit wir sehen, wie viel das ist. Zack, 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 zack. So. Da bin ich jetzt echt mal mehr als gespannt. Hui. Da kommt immer, aua, kommt immer noch Kakao raus. Alter Schwede. Boah. Alter, wo soll man das dann alles hinmachen? Ich habe keinen Platz, Freunde. Ich mache mal Folgendes. Ich habe natürlich kein Holz mit, ich Vollidiot. Ich wollte gerade eine Kiste hier hinbauen. Scheißendreck. Huch. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. Haben wir nicht irgendwo die Samen gehabt? Wir brauchen noch eine Kiste für solches... Ach, die waren hier. Die Seeds da auch schon voll. Pass mal auf, ich schmeiß die mal ganz kurz hier rein. Das sind die ganz normalen Seeds. Pipapo. Einfach nur, damit wir Platz haben. Die werden wir später eh noch brauchen, wenn wir das Feld wieder bewirten wollen. Bewirten? Bewirtschaften natürlich. Nicht bewirten. Noch ein Bier, das Feld? So. Jetzt haben wir alles mitgenommen. Ich mach den Schalter mal wieder aus. Und wir haben... Ach, ich kann das gar nicht zählen gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64er Stacks plus 40. Könnt ihr euch selber ausrechnen, bin ich gerade zu faul für. Auf jeden Fall genug, glaube ich. Jetzt nehme ich noch ein paar Seeds mit. Ich muss die Eier noch in die Eierkiste schmeißen. Dann muss ich auf jeden Fall das Feld wieder bewirten. Alter Schwede, wo soll ich mit dem ganzen Scheiß hin? Das ist doch unmenschlich. So, zack, 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 zack. Eierkiste. Eieieiei. So, hier haben wir noch einmal Seeds. Jetzt gehen wir erstmal aufs Feld. Und bringen die ganze Scheiße wieder an. Das gehört leider dazu, dass wir immer alles neu bewirten müssen. Aber dafür können wir auch unnormal schnell ernten. Und ich weiß, da werden so ein paar kleine Kakaoböhnchen auf Strecke bleiben. Aber das ist so minimal... Das ist eigentlich fast schon egal. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hochkommen, übrigens. Wir können noch gar nicht, wir kommen noch gar nicht mehr hoch. Hier geht's nicht mehr nach oben.
Und hier komme ich nicht mal rum. Hey. Ich habe mich selber ausgesperrt. Na gut, pass auf. Für dieses Mal machen wir hier nochmal heimlich einen Kobbel hin. Sieht ja keiner. Hops. So, und dann bringen wir jetzt wieder Kakao an. Und zwar schön der Reihe nach. Lalalalala. Und da können wir auch den restlichen Kakao gleich wieder einsammeln, der hier noch verschütt gegangen ist. Huch. Ach Mist, das war jetzt total schlau von mir. Gnarf. Los, schneller. Nein. Komm da raus. Jetzt kann ich hier nicht drauf springen, weil mich das Wasser immer zurücktreibt. Scheiße. Ich fürchte, ich brauche hier eine Leiter. Oh, was? Wie konnte ich denn da gerade... Hä? Hilfe! Ich will nicht abgetrieben werden. Ich bin Wunschkind. Rede ich mir ein. So, jetzt kommen wir da zumindest raus. Ich glaube, das lasse ich mal so. Und theoretisch könnte ich doch auch... Ja, ich habe zwar keine Erde mit, aber hier könnte ich auf jeden Fall noch so einen Übergang machen. Das wäre vielleicht nicht das Schlechteste für Notsituationen. So, hier einfach wieder anpflanzen. Das geht ja zum Glück relativ flott mit dem Kakao. Und ich sage, wir werden so viel Kakaopulver haben. Kakaopulver. Wir werden so viel Kakao haben. Boah, als ich klein war, habe ich Kakaopulver mal einfach so mit dem Löffel aus der Packung gegessen teilweise. Genau wie Nutella mit dem Löffel und sowas. War ja kein Wunder, dass ich als Kind so überdreht war. Heute zum Glück gar nicht mehr. Heute gar nicht mehr. Ich bin ganz normal geworden. Zum Glück, das hat mir gar nicht geschadet in meiner Erziehung. So. Also ein bisschen Kakao braucht man schon zum Anpflanzen, aber ich glaube im Endeffekt, das lohnt sich sehr. Wir gucken gleich mal, was wir übrig behalten. Und man muss bedenken natürlich, dass der ganze Kakao, dass nicht aller Kakao hier reif war. Sondern wir haben ja verfrüht gestartet sozusagen. La, 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 la. So, das haben wir auf jeden Fall gleich fertig. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem ganzen Kakao? Im Grunde genommen bleiben uns ja größtenteils nur die Kekse. Habe ich das Rezept wieder vergessen? Pass mal auf, ich nehme mal den 40er-Stack. So. Und schon haben wir wieder alles bepflanzt, zumindest den Kakao. Weizen müssen wir leider auch noch machen. Und da hinten sind schon die ersten wieder reif. Ich habe auch nichts vergessen, ne? Nee. Tja, klappt auf jeden Fall super. Wir haben jetzt eine vollautomatische Erntemaschine da unten, einen Kakaotomaten hier oben. Und gleichzeitig noch unsere Eierfarm und alles in einem einzigen Abwasch. Das ist natürlich schon sehr nice. Fehlt uns eigentlich nur noch so eine so eine Bambus-Dingens. La 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 la. So, einfach mal wieder hier ein bisschen Ernte ausbringen. Ernte ausbringen? Ah ja doch, ist ja Ernte und wir bringen sie gerade aus. Doch, passt ja. Alter, schon wieder Legend of Kyrandia? Dieser Shuffle-Modus von der Playlist, ne? Also ich glaube, ich benutze ja FUBAR 2000. Ist eigentlich ein super geiles Tool. Aber das mit dem Shuffeln hat der irgendwie nicht drauf, glaube ich. Ich weiß auch nicht, warum. So, la 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 la. Ja, was ich noch sagen wollte. Ich möchte mein Gehirn bitte nicht einfrieren lassen. Oh. Wenn, dann möchte ich bitte auch den Körper dazu haben. Das hatte ich ja noch vergessen zu erwähnen. Da waren wir noch nicht fertig. Weil sonst bist du ja irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht ist ja dann irgendwann auch die... Wie heißt das dann? Robomechanik soweit? Heißt es auf Deutsch Robomechanik? Ich weiß es nicht. Dass man dann quasi von sich selbst so einen Cyborg erschaffen kann. Cyborg war in den 80er Jahren das super Wort Nummer 1 für irgendwelche fiesen Filme. Da sind irgendwelche Leute, die mussten immer Cyborg werden. Halb Mensch, halb Maschine. Gibt's ja heute teilweise schon. Da kannst du ja schon Ersatzkörperteile holen. Was ich extrem cool finde. Sich mal eben so einen neuen Arm oder sowas. Das wäre natürlich toll. Hast du Bauchschmerzen, holst dir einen neuen Bauch. Das wäre natürlich auch super. Aber da musst du ja wahrscheinlich Ersatzteillager züchten, wie bei Die Insel oder so. Was dann moralisch vielleicht ein bisschen verwerflich ist. So.
La da 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 da. Also ich stelle mir das wirklich vor, wie Leute sich das, ich frage mich wirklich, wie Leute sich das vorstellen, wenn man sich dann ein Gehirn einfrieren lässt, wo man dann später, ich meine, du brauchst ja auch Sinnesorgane, du brauchst ja auch, also Augen zum Beispiel haben Vorteile, Arme, Beine, eine Hüfte hat sogar Vorteile, so als Schmiergelenk sozusagen. Moment, das hört sich falsch an. Aber so generell, so nur ein Gehirn sein, ist ja auch blöd. Vor allen Dingen muss dann irgend so einer nahrhaften Suppe liegen. Weil du brauchst ja die ganzen Mineralien, du brauchst ja alles, damit das Gehirn funktioniert. Es sei denn, man schließt sich natürlich an so eine Duracell an oder irgendwas. Oder am besten so einen wiederaufladbaren Akku, aber bloß nicht von Apple, sonst hält das Gehirn nur 5 Minuten oder so. Wäre auch scheiße. Aber dafür kannst du verschiedene Apps auf dem Gehirn installieren. Musst nur vorher jailbreaken. iBrain. Wäre doch auch schön. Nicht MyBrain, sondern nur iBrain. Ist ja die römische 1. Das zeigt dann wahrscheinlich auch den IQ ungefähr an. So, hätte sich Steve Jobs mal einfrieren lassen. Ich glaube, der wollte ja auch, der braucht ja immer so ein bisschen seine extra Wurst, wenn man so die Biografie gelesen hat und so weiter. Der war schon ein sehr eigener Mensch, sage ich mal, und ein sehr eigenbrödlerischer Mensch und hat wirklich für seine Arbeit gelebt. Muss man einfach sagen, nicht so sehr für die Menschlichkeit, aber halt für den Fortschritt. Ha, fertig. Und, was wollte ich jetzt darüber erzählen? Ach ja, nee, doch nicht. Ach ja, doch. Der hat das so als Behandlungsmethode. Der wollte sich ja nicht ärztlich behandeln lassen wegen Krebs, sondern hat es dann mit irgendwie Naturheilkunde probiert. Ob das jetzt so der gute Weg ist, weiß ich auch nicht so genau. Funktioniert hat leider nicht, aber so Mittel gegen Krebs, huch, ist ja noch so eine Sache. Wo war denn das mit dem Mittel gegen Krebs, dass dann alle zu Zombies geworden sind? Wo war denn das? Ich habe Krebs geheilt? Ach ja, hier, I Am Legend. Ja, ja, genau, ja, ja. Scheiß Film-Junkies. So, wir haben auf jeden Fall eine Menge Weizen und wir haben eine Menge Kakao. Wenn ich das hier mal so feststellen darf. Und wir haben eine Menge Seeds. Die Seeds da hinten hole ich nochmal raus. Wir brauchen noch eine Seeds-Kiste. Die bräuchten wir eigentlich da unten beim Grünkram irgendwo. So, hier haben wir jetzt Buschwerk. Da haben wir ja nichts. Da haben wir Sattel. Man kann ja bald Schweinesattel, eine Schweineangel machen, ne? So ein Schweinereiten kann man ja mit dem nächsten Update machen, wenn ich das richtig gesehen habe. So, da haben wir Saplings. Da machen wir hier unten mal Seeds rein. Da oben die klassischen, die... Und hier unten Pumpkin Seeds, Melon Seeds, okay. Pumpkin Seeds, Melon Seeds, die müssen wir dann aus der anderen Kiste rausholen beim Bauernhof. Dann haben wir hier unten auch eine Seeds-Kiste, das ist doch ganz gut. So. Die Seeds haben wir raus. Da haben wir noch ein bisschen Brot drin. Das kann ich eigentlich auch in die Brotkiste tun. Dann räumen wir hier doch langsam, ganz langsam, ganz langsam räumen wir hier auf. Gunpowder. Können wir auch noch was Lustiges mit machen. Da habe ich noch Seeds gefunden gerade. Mist. Da haben wir noch Bücher. Hier haben wir noch Schilder. Okay, pass mal auf. Ich mache jetzt mal Folgendes. Wie heißt denn das? Eichenlaub? Eichenlaub? So. Dann wissen wir das zumindest schon mal. Hier ist ja noch alles leer. Hier auch. Da oben sind Blumen drin. Die kommen da raus. Machen wir hier die verschiedenen Laubsorten rein erstmal. Man weiß ja nie, wofür man sie mal braucht. Hier ist ein Sattel drin, die kommen da auf jeden Fall noch raus. Da ist nichts drin. Da sind die Seeds drinne. Wie sind die eigentlich nicht da links? Ich räume die gerade mal um. So, gefällt mir dann besser, wenn die Sattel nicht hier drin sind, weil die haben da nichts verloren eigentlich. So, Seed, 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 Seed. Seed, Seed. So, Melonsamen. Kürbissamen. Dann haben wir da ja eigentlich Samen. Oh. Die Saminators sind hier drinne quasi. Hashtag Seminators. Und da oben rein machen wir dann quasi die die Dinger hier. Oak Sapling, Jungle. Schon wieder Ultima-Musik, ey. Das kann doch nicht sein.
Das ist Oak, das ist Jungle, das ist Birch, müsste Eiche sein. So. Alter, wenn die Tastatur hinter dem Mikrofon ist, sehe ich keine einzige Taste und kann die nicht mehr erfühlen, wie sonst immer. So, Setzlinge und Samen. Dann haben wir das schon mal beschriftet. Ah, ist ja ein Traum. Eichenlaub. Und wir haben noch eine Kiste übrig. Da würde ich, ein Schild übrig. Links haben wir Weizen. Rechts haben wir Obst. Links Weizen, rechts Obst. Weizenprodukte? Ach, geht gar nicht. Schade. Weizenzeug? Weizen und Co. Backwerk ist aber doof, ne? Backwerk können ja auch Kekse sein und Torten. Weizen und Brot. Weizen und Bro. Yo, Bro. Ey, da ist Weizen drin. Weizenbrio, so Weizen und Brot. Und da haben wir dann Frischobst. Ist nicht nur Obst, nein, es ist Frischobst, denn es liegt da schon 4 Wochen drin. So, schade, dass man nicht mehr auf die Schilder schreiben kann, wie zum Beispiel nahrhaftes Frischobst oder sowas. Bekömmlich. Bekömmlich und magenschonend. So, jetzt brauchen wir noch ein Schild für da oben, dann können wir da noch Kakao. Machen wir Naschi, links machen wir Naschi und rechts machen wir Fleisch. So, kann man ja eigentlich so anbieten. Schilder haben wir nicht mehr, ne? Müssten wir erst machen. Habe ich gerade keine Lust zu. Jetzt haben wir einen Haufen Sticky Pistons, aber naja, ja, ist ja, ja. Ist ja, ja. So. Die Sattel, was mache ich jetzt mit den Satteln? Die können wir doch da unten unter ferner Liefen erstmal laufen lassen. Haben wir hier eigentlich schon irgendwas? Schmeiß die Sattel einmal hier rein. Die werden wir so schnell eh nicht brauchen. Was ist das denn? Für eine Magerquarkkiste. Da oben fehlt doch noch eine. Was? Alter, der baut auch nichts fertig. Hier müssen auch noch Kisten hin. Was ist das denn für ein Schluffi? Ach, da passen ja keine Kisten hin, weil da diese Leiter ist. Naja, gut, dann verzeih ich mir mal selber. Ich verzeihe dir, Gronk. Oh, danke, so lieb von dir. Ich war schon ein bisschen traurig. Ja, Gronk, es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ach, na gut, dann will ich dir auch mal verzeihen. Wir sind doch Freunde. Gib selbst Hass keine Chance. So, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Die Axt kommt wieder dahin. Schaufel brauchten wir auch mal wieder. Wir haben eine Menge. Pass mal auf, wir nehmen hier mal ein. Ne, das 29er kann ich auch mal hier lassen. 1, 2, 3, 4. 4 Stacks Kakao nicht mehr mit. Ich weiß, wie war das mit dem Weizen und dem Kakao nochmal? Also, wie macht man ja nochmal Kekse? Hab ich vergessen. Alter, ich vergesse das immer. Kakao? Weizen? Ja, Kekse. Juhu. Na gut, dann haben wir Kekse. Boah, und so viele. Wer soll das alles essen, Alter? Ich werd doch fett. Pass auf, machen wir hier. 64, 64, 64. Bams! Alter. The American Cookies. Alle wegfressen direkt. Boah, jetzt American Cookies. Boah, Alter, die Musik geht natürlich gerade nicht. Die ist schon cool, aber sehr laut. So, komm, ich mach die Musik mal ein bisschen im Hintergrund, damit ich mehr im Vordergrund bin, weil ich so toll bin. Hallo, Freunde! Es ist wieder Gronkh-Zeit. So, uah. Oh. Da ist mir gerade ein Getränk umgefallen, aber zum Glück war es ja schon leer. Ich nehme Getränk über meine Hautporen auf. Inzwischen habe ich beim Let's Play das Trinken schon abgewöhnt. Ich halte jetzt nur noch so einen Finger in die Flasche oder in die Dose, in die Getränkedose und absorbiere dann das Getränk. Das köstliche schwarze Nass. Ne, die schwarze Brause. So, auf jeden Fall, das war ein Insider, tut mir leid.